Ja, hallihallo. Ein neues Haar-Special von mir auf dem Kanal. Heute mit Gabi. Gabi hat jetzt irgendwie einen langweiligen Bob, hat eine rechteckig runde Gesichtsform, hat feine Haare, will gern heller sein und wünscht sich aber irgendwie ja, einen komplett neuen Haarlook. Und ja, den soll sie bekommen. Ich freue mich drauf. Wie das Ganze aussieht, seht ihr hier im Video. Gabi, jetzt sag du mir erstmal deine Wünsche. Was ist so das, was du dir jetzt von deinen Haaren wünschst? Ein Schneiden, Farbe ist auch okay, soll wenn möglich hell bleiben, aber Strähnchen, auch orange Strähnchen oder rote Strähnchen, wäre ich für offen. Das fände ich auch interessant. Ne? Soll aber wenn möglich hell bleiben. So. Okay, also ist erstmal super. Also ihr merkt, Gabi, sehr dünnes Haar. Ja. Ist schon mal, sieht man schon, also da müssen wir auf jeden Fall irgendwie schauen, dass wir optisch mehr Fülle erzielen. Man sieht es hier erstmal in der Grundanalyse, wir haben wirklich ein Haar, was komplett kaputt ist. Vielleicht kann der Ricardo mal ein bisschen rankommen und kann die Spitzen hier mal so ein bisschen mit aufnehmen. Na, hier sieht man also wirklich extrem fein. Und trotzdem, denke ich, kann man deutlich mehr draus machen, als du jetzt hast. Die Bobform an sich. Wäre jetzt okay, gefällt mir nur hier in dem Fall tatsächlich von der Gesichtsform nicht, weil wenn man das jetzt mal rausnimmt, wir gucken mal hier in die Kamera, dann sieht man das nämlich sehr schön. Wir haben, wie du es schon empfindest, also wir haben, wenn man die Haare aus dem Gesicht rausnehmen, sind wir eher so ein bisschen bei einer rechteckigeren Gesichtsform. Ne? Sieht man ganz schön, also es ist halt wirklich hier so zu sehen. Jetzt kommt so ein bisschen der Bob ins Spiel und der Bob macht das Ganze deutlich runter. Also auch da, ne, wenn man sieht, also ohne Haar auf den Seiten eher rechteckig, mit dem Haar eher rund. Und das ist was man wirklich beachten muss, was das Haar macht mit der Gesichtsform. Ja, also dass man wirklich von zwei verschiedenen Gesichtsformen ausgehen kann. So, für beide Gesichtsformen ist es in deinem Fall wichtig, das Volumen anders zu platzieren, als wir es jetzt haben. Ja, also sprich weg vom Hals-Kinn-Bereich. Kinn, guck mal, weil es auf jeden Fall definitiv noch runder macht. Ja, ansonsten Körpergröße, ja, habt ihr ja schon gemerkt heute, auch beim Shoppen, ist wirklich, man muss es immer ganzheitlich betrachten. Es geht halt nicht, dass man sagt, okay, nur Haare, sondern dass man wirklich das ganze Komplex sieht. Ja, und da ist es schon so, dass man sagt, okay, wir versuchen das hier ein bisschen freier zu machen. Das hebt dich ein Stück weit in der Größe, also das nimmt dich ein Stück nach oben. Na, habe ich das Haar hier unten, verschwindet der Hals ein Stück weit. Ja. Also ist es halt vorteilhafter, das Ganze eher ein Stück weit nach oben zu bekommen. Na, so. Du hast schon gesehen, ich habe schon mal ein bisschen gehalten. Was muss man beachten grundsätzlich bei feinem Haar? Ist das feine Haar zu lang? Wird es schnell, wie man jetzt bei dir sieht, von der genetischen Länge her zu franzig? Franzig heißt, es wird transparent, also sprich, man kann noch mehr durch die Länge und Spitzen durchschauen. Auch das sieht man bei dir sehr, sehr gut vom Beispiel her. Also das heißt, in dem Fall wäre es eher von Vorteil, das Volumen ein Stück weit nach oben zu schieben. Warum? Weil wenn ich das Volumen hier eher nach oben nehme, schwingt wenig Haar frei. Also das heißt, alles was hier unten jetzt hängt, schwingt frei, weil ich da ja keine Haare hier von der Seite nachbekomme. Ich habe ja nur quasi Haare bis zu der Tampel hier. Genau. Na? Also das heißt, alles was hier unten ist, ist komplett transparent und wird in deinem Fall aber fast immer bei dünnem Haar einfach noch feiner optisch. So. Also wäre eine tolle Option, die Haare hier oben auf jeden Fall klar vom Deckhaar her länger zu lassen. Das ist schon mal grundsätzlich wichtig, aber insgesamt eher eine Länge zu kommen, die hier hinkommt, wo ich sage, wir sind eher in dem Bereich, der bis zum Ohr geht. Ja. Weil da kriege ich insgesamt schon auch mal deutlich mehr Bewegung hin und ich kriege aber auch mehr Fülle optisch. Und würdest du dann auch oben jetzt die Spitzen sehr kurz machen? Nee, ne? Nee. Sondern das Deckhaar bleibt lang. Super. Das Deckhaar bleibt lang, weil damit hast du natürlich, weil das ist auch oft was,
was verkehrt gemacht wird. Das Deckhaar wird, also man sagt, man hat feines Haar, um Volumen aufzubauen, schneide ich das Deckhaar kurz. Ist komplett falsch gedacht, weil das Volumen, was entsteht, muss ja aus Haar entstehen. Und wenn ich jetzt die Haare hier oben aber kurz habe, dann habe ich ja kein Eigenvolumen mehr. Dann muss ich ja immer mit Stylingprodukt um viel Stylingaufwand die Haare wieder in Form bringen. Das ist es. Na, behalte ich hier oben die Deckhaarlänge, also ist die vielleicht jetzt ungefähr noch so. Na, guck mal, dann habe ich schon eine Form, dann ist hier jetzt schon die Form da. Also dann passt Perfekt. Das Ganze schon. Gefällt mir. Und das wäre so die Grundidee. Und was machen wir mit der Farbe? Das ist jetzt eine ganz spannende Sache. Ja, das stimmt. Was? Also ich bin für hell. Ja? Ich bin voll bei dir. Ich bin für hell, deutlich heller in deinem Fall. Sehr gut. Na? Weil ich muss halt sagen, das ist für mich halt, warum? Ne? Weil ich, also erstmal wichtig, wenn ich so ein feines Haar habe, dem so ein bisschen Body zu geben. Das heißt, ich darf insgesamt die Farbe nicht zu unterschiedlich in der Nuancierung machen, weil nur eine sehr homogene Farbe auch optisch mehr Fülle macht. Würde ich zu viel Hell- und Dunkelkontraste machen, haben wir halt den Nachteil, dass das Haar noch transparenter wird und schon sind wir insgesamt wieder in einem sehr feinen Bereich. Ja, also wird halt dünner optisch. So. Ich würde gerne die Haare wirklich hell haben, also schon deutlich heller als du jetzt bist. Würde das Ganze auch nicht über eine blonde Farbe machen, sondern würde das schon über eine schwache Blondierlösung machen. Einfach, um das Haar insgesamt ein bisschen aufzurauen. Was noch dazu kommt bei dir, du hast wahrscheinlich insgesamt von der Haut her eher eine Mischhaut mit einer Tendenz ein Stück weit fettig. Empfindlich, ich habe hier... Genau, und hier sehe ich aber auch, dass deine Ansätze wahrscheinlich relativ schnell fettig werden von den Haaren und damit die Frisur zusammenfällt. Ja. Habe ich jetzt eine heller Färbung mit Strähnen, habe ich auch den Vorteil, ich komme nicht auf deine Kopfhaut, also das heißt, die Kopfhaut ist dann in dem Fall nicht so sensibel. Na, also das Produkt geht nicht auf die Kopfhaut, es bleibt ja in der Folie. Und ich schaffe quasi durch diese Blondierung einfach ein Stück weit mehr Oberfläche. Also sprich, durch die abstehende Schuppenschicht kriegt das Haar mehr Grip, es kriegt einfach mehr Power. Ja. Und damit hast du auch am Ende ein Stück weit mehr Haltbarkeit. Ja. Sehr spannend. Und da du ja ein sehr kühler Typ bist insgesamt, wird es blond auch in seiner Nuancierung, hoffe ich, eher kühler werden. Ja, das werde ich gleich nochmal mit Yanga besprechen. Weil es halt einfach so ist, dass wir schon wenig Goldpigment hier haben wollen. So ein bisschen hast du, ne? Aber wir müssen mal sehen, was überhaupt jetzt machbar ist vom Haar her, weil wir natürlich bei einer heller Färbung auf so einem feinen Haar trotz allem den Haarzustand als allererstes im Fokus haben. Also sprich, es ist ganz wichtig, dass wir das Haar auch nicht zu schädigen. Also der Grat ist ganz schmal zwischen... sagen wir mal, ein bisschen am Ansatz aufrauen und Spitze kaputt machen. Yanga und ich haben uns bei Gabi jetzt dafür entschieden, wirklich das Ergebnis schön hell zu machen. Es wird halt so sein, dass wir schon echt sehr viele, sehr feine, helle Strähnen setzen. Es wird eine helle Färbung, es wird eine schwache Blondierung sein, die wir hier benutzen. Wir werden das Ganze absichern mit Olaplex, um hier wirklich das Haar zu schützen. Also Olaplex, für alle, die es nicht wissen, ist eine Pflege, die schon in den Farbbrei kommt. Keratin. Also ist eine Keratinpflege, die in den Farbbrei jetzt schon mit eingemischt wird und dann nochmal am Ende als Abschlussbehandlung gemacht wird, damit uns das Haar wirklich nicht zu sehr in den Längen und in den Spitzen aufsplisst, ja, weil wir schneiden es halt hinterher, weil um hier auch erstmal die Kopfhaut noch zu schützen. Das ist jetzt die Idee von der Farbe her und dann wird Yanga noch entscheiden, ob es eine Abschlussbehandlung gibt. In Form eines Glossings oder eines Toners. Das entscheiden wir dann, wie hell die Strähnen werden. Die Idee ist auf jeden Fall erstmal, dass wir sehr schön hell werden. Und ja, schauen wir mal. Und hell war ja dein Wunsch, Gabi, ne? Ja, gut, prima, sehr gut. Ja, also Konzept bei Gabi. Gabi hat ein sehr, sehr feines Haar, hat, wenn die Haare aus dem Gesicht sind, eine rechteckige Gesichtsform. Wenn die Haare so als Bob getragen werden, eine runde Gesichtsform, ist nicht so extrem groß. Wichtig ist, dass wir dem Feinhaar deutlich mehr Volumen geben und das Ganze auch einfach ein Stück weit mit der Farbe auffrischen. Wir haben uns jetzt in der Beratung zusammen entschieden, hier ja, tendenziell wirklich schon fast eher eine Kurzhaarfrisur zu machen, die aber so ungefähr bis zum Ohrläppchen bzw. halben Ohr geht. Das schaue ich mir dann genau an beim Personalisieren. Das Deckhaar bleibt lang,
um ein gewisses Eigenvolumen zu schaffen. Und ja, wir werden richtig schön blond. Ich hoffe sehr klar, um dem Haar einfach auch noch ein bisschen Struktur, ein bisschen Body zu geben. Und ich bin gespannt aufs Ergebnis. So, Gabi hat schon mal schöne blonde Haare, das sieht schon mal toll aus und strahlend tut sie auch, das ist auch super. Ich werde jetzt mit dem Haarschnitt beginnen, ich werde im Nacken beginnen. Hier sieht es so aus, der Ricardo kommt mal ran, wer sieht es hier? Wir haben halt hier recht viel Volumen jetzt, das wird halt hier schön schmal. Ansonsten bauen wir uns hier einen tollen Hinterkopf auf und ja, lassen das Decker dann nach vorne länger und ich glaube, es wird ein cooler kurzer Haarschnitt. Eine neue Brille gab es auch noch. Ich denke, ich bin total gespannt auf den Gesamtlook. So, eigentlich ist die Gabi ja schon fast final. Ein bisschen Form bringen wir trotzdem noch rein. Können wir gleich mal testen, wie unser Styling- und Volumenspray im trockenen Haar fungiert. Einfach benetzen, so ist ja auch manchmal, wenn man morgens aufsteht, ja, und man hat so ein bisschen das Problem, naja, dann liegen die Haare nicht so richtig, eigentlich würde man waschen. Ja, das ist vielleicht gar nicht notwendig, wenn man ein Styling- und Volumenspray hat, was auch im trockenen Haar funktioniert. Ja, und man sieht, es ist immer noch schön unordentlich. Das ist total wichtig, auch für dich bzw. für euch. Wenn ihr eine Kurzhaarfrisur tragt, dann sollte es schon so sein, dass vielleicht nicht das ein oder andere Haar liegt wie das ein oder andere Haar. Also sprich, es ist halt wichtig, dass es so einen leichten ungeordneten Look, so einen leichten anderen Look bekommt. Dann sieht das Ganze immer schön modern aus. Ihr habt es gesehen, man hätte es auch schon lassen können, wie es vorher war. Dann war es halt einfach noch ein Stück weit mehr am Kopf, dass eher so ein Styling für gar nichts machen. Wenn man aber schon das Volumen ein bisschen länger haben will, wenn man vielleicht auch nicht jeden Tag Haare waschen will,
Ja, dann macht sich das besser, wenn man es halt einfach ein Stück weit durchföhnt. Schön auf Ansatz föhnen. Ich habe es jetzt hier mit der Rundbürste gemacht. Man kann es auch mit der Skelettbürste machen. Auch für dich, Gabi, wenn du einfach ein bisschen mehr Volumen haben willst, na, dann machst du mit der Rundbürste, ja, so ein schön über Kopf richtig antrocknen. Skelettbürste oder über Kopf. Dann kurz mit der Rundbürste einfach ein Stück weit die Spitzenform und dann liegt es schon perfekt. Das Schöne bei einer Kurzhaarfrisur ist, dass der Haarschnitt das Styling macht. Also das heißt, 3 Minuten waren es jetzt, glaube ich, das Föhnen. Das ist halt total effizient, weil das, ich kann hier mit so einem Haarschnitt kann ich dir schon wirklich eine schöne Form geben und die Frisur ist quasi schon fertig. Ja, und du musst nur noch ein Stück weit nachstylen. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Volumenpuder. Ja, für die Kommentare, die dann schreiben, ja, das ist aber unterschiedlich lang rechts und links, sollte so sein. So, jetzt bin ich gespannt auf den finalen Look mit Kleidung. Schauen wir mal, was dann rauskommt. Ja, Gabi einmal komplett neu. Eine tolle Verwandlung, würde ich sagen. Aber mich interessieren natürlich auch eure Feedbacks, eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne den Like da. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, dann bitte gerne die Glocke bedienen. Und ja, bis zum nächsten Haar-Special. Bis bald.